Hallöchen miteinander, am 22. und 23. April ist es endlich soweit. Die German Comic Con bezieht die Hallen der Messe Frankfurt. Und neben den Panels und Q&As und Autogrammstunden mit den ganzen großen Comic-, Film- und Serienstars gibt es in diesem Jahr noch mal was ganz Neues, nämlich die Creator and Influencer Area. Und wer sich jetzt fragt, hä, Influencer, ist das nicht eine Krankheit? Ja, Influencer sind aber die neuen Internetstars aus YouTube, YouNow, Twitch, Musical.ly und Co. Und warum die so erfolgreich sind, das wollen wir euch mal näher bringen. Und deswegen wird es in diesem Jahr auf der German Comic Con in Frankfurt die Creator und Influencer Area geben, wo es drei Bereiche gibt. Es gibt zum einen eine große Bühnenshow. Dort wird es neben musikalischen Acts, wie zum Beispiel Maxim Noise oder Dennis TJ und anderen natürlich, einige Panels geben. Zum Beispiel mit Chang Löw. Der beantwortet Fragen, erzählt so ein bisschen aus seinem Leben als YouTuber und Kameramann und über sein Hauptthema, nämlich das Cybermobbing, wird er auch sprechen. Dann wird YouTube-Newsgeber Mr. Trashpack auf die Bühne kommen und euch über sein Buch erzählen. Warum er das geschrieben hat und was in diesem Buch drinsteht, erfahrt ihr dann in den Panels. Und Breeding Unicorns Melissa Lee, YouTuberin, Modedesignerin und Gesicht von Viva, präsentiert ihre eigene Modekollektion und zeigt damit, wie erfolgreich man doch als Creator und Influencer sein kann. Und für alle Fans von Martial Arts und Independent-Filmerei kommen die Noobtown Monkeys mit einer eigenen Martial Arts Show. Und dann gibt es natürlich noch die Gaming Zone und die Meet and Greet Zone. In der Gaming Zone könnt ihr gegen die beiden Jungs von Feel FIFA zocken. Gegen viel FIFA. Und ihr könnt Domtando zuschauen beim Live-Let's Play zum neuen Zelda. Und wer einfach mal nur quatschen oder ein Foto mit diesen neuen Internetstars möchte, der kann einfach in die Meet and Greet Zone. Dort ist zum Beispiel Chani Takota, Nico Randes, dort ist Prince of Passion oder auch Annalisa und noch die ganzen anderen, die jetzt hier über mir aufbloppen, um mich herum. Das sind die ganzen Creator und Influencer, die ihr am 22. und 23. April in der neuen zusätzlichen Area antreffen könnt. Also nochmal zusammengefasst, am 22. und 23. April erwartet euch in der Creator und Influencer Area auf der German Comic Con in Frankfurt eine große Bühnenshow mit Interviews, Q&As, Buchvorstellung und Co. samt Live-Acts, die euch musikalisch einheizen. Es gibt eine Gaming Zone, wo ihr live zocken könnt und ein Live-Let's Play zuschauen könnt. Und es gibt die Meet and Greet Zone, wo ihr alle diese Internetstars hautnah erleben könnt. Und wer sich jetzt fragt, was hat das alles mit Comics zu tun? Ja, seht es doch mal so. Die German Comic Con möchte einfach mal den Versuch starten, neben den ganzen Comic-, Film- und Serienstars auch den Menschen, die im Internet so viel Erfolg haben, eine Bühne zu geben und Menschen, die eigentlich gar keine Verbindung zu diesen Internetstars haben, einfach vielleicht mal daran führen. Vielleicht ist ja irgendwas für euch dabei. Vielleicht ist es die Martial Arts Show. Vielleicht ist es das Interesse zu erfahren, wie ist das Leben eigentlich als YouTuber? Oder ihr habt einfach Bock, dabei zuzuschauen, wie das neue Zelda angezockt wird. Ob schon Fan dieser Internetstars oder Neuling, schaut doch einfach mal vorbei in der Creator und Influencer Area der German Comic Con in Frankfurt. Für alle, die ein Ticket schon haben, am 22. und 23. April. Alle, die es noch nicht haben, sollten jetzt mal hier auf diese Internetadresse gehen und sich ein Ticket sichern. Es gibt Tagestickets, aber auch Wochenendtickets. Einfach mal durchgeben. Alle Informationen zum Event in Frankfurt gibt es auf Facebook und auf der Internetseite, die hier eingeblendet ist. Wir sehen uns am Samstag und am Sonntag in Frankfurt. Ich freue mich auf euch. Cheerio!